In der Schlacht von Hastings änderte der Tod eines Mannes die Geschichte. Hier, an der Südküste von England, wurde der angelsächsische König Harald getötet und seine Armee durch Wilhelm die Normannen bezwungen. Die Herrschaft der Angelsachsen war für immer gebrochen. An Weihnachten 1066 wurde in der Westminster Abbey Wilhelm als erster normannischer König Englands gekrönt. Jetzt musste er seine Macht im Land sichern. Indem er der Landschaft seinen Stempel aufdrückte. Er baute Kathedralen und Burgen an strategischen Punkten. Dergleichen hatte man in England noch nie gesehen. Und sie machten der angelsächsischen Bevölkerung klar, wer im Land das Sagen hatte. Doch nicht alle waren erfreut über die normannische Herrschaft. Angelsächsische Revolten brachen im ganzen Land aus. König Wilhelm handelte schnell und schlug sie nieder. Doch in einer Region geriet die Unzufriedenheit außer Kontrolle. Nordengland. 1069 schlossen die Herrscher von Northumbrien eine Allianz mit Wikingerkämpfern. Sie marschierten auf das von Normannen besetzte York. Eine große Stadt mit einer wichtigen Kathedrale, noch immer geschützt von Mauern aus römischer Zeit. Doch die Mauern konnten York nicht retten. Stadt und Festung fielen an die Rebellen. Wilhelms neues Königreich war bedroht. Er musste die Stadt wieder unter normannische Kontrolle bringen. Wilhelm war gezwungen, seine Männer nach Norden zu beordern. Doch wie viel Widerstand von den Rebellen würden den normannischen Streitkräften auf ihrem langen Marsch nach York begegnen? Wilhelm der Eroberer marschierte mit seinen Normannen gen Norden, um York von den Rebellen zurückzuerobern. Doch auf seinem Weg lagen Städte, die seinen Feinden aus dem Norden Unterschlupf gewährten. Er würde sich die Städte zurückholen, und zwar mit Gewalt. Die Normannen eroberten die Stadt Middlethorpe und fassten so im Norden Fuß. Da die Verstärkung für seine Armee bald eintreffen sollte, brauchte Wilhelm weitere Rohstoffe, um sie zu versorgen. Ascolti.
edifico. Ehi, molto! Faked! Comprendo. Vente. Okest. Ma sono. Comprendo. Materia. Ascolto. Procedo. Lavoro. Quod. Lavoro. Quod. Ubi. Bene. Ma sono... Faked! Ah. E... Sì. Ma sono... Edifico. Ascolto. Lavoro. Spero. E... Quod? Vado. Edifico. Ubi vado. Parat somes. Die normannische Armee war nun durch eine Stadt gut versorgt. Doch es bedurfte anhaltender Bemühungen, damit die Armee bei vollen Kräften blieb. Fulford, eine weitere Rebellenstadt, widersetzte sich Wilhelms Herrschaft. Barats. Ovans. Attention, avant. Voyez en vostre service. Parade. Escorto. Venez, auditez. C'est temps.
Kuro. Löse comme vos voudrez. Qu'il soit vaincus et hâte. Je suis votre serveuse. Je suis votre serveuse. Nachdem er die Rebellen von Fulford bezwungen hatte, war Wilhelm York einen Schritt näher. Da er wusste, dass er in der Stadt auf starken Widerstand stoßen würde, machte Wilhelm sich daran, seine Kavallerie zu verstärken. Escolte. Quitamos. A Cin Continent. Je vois Tyride. Bande Mans. Va donc à Ver. Escolto. Bande Mans. Toots. Ok. Aburo. Ubi vado. Sì, che? È di picco. Die normannische Armee bekam es mit einem neuen Feind zu tun, den Dänen. Es
Wilhelms Armee wehrte den Angriff der Dänen ab. Doch die Angreifer drohten wiederzukommen, sofern Wilhelm sie nicht in Gold auszahlt. Io ma sono la cosa. Tutti con me. Vado a lavorare. Ok. Escolte bene. Buon assial per la materia. Sì. Dank ihren Stellen konnten die Normannen die Kavallerie ihrer Armee verstärken. Die Normannen hatten die Quelle der dänischen Bedrohung ausgemacht, einen Außenposten auf dem Wasser. Wilhelm stand vor einer Entscheidung. Er konnte das Lager umgehen, es zerstören oder den Dänen das geforderte Gold auszahlen. Avant, compagnon. Retrayez vos amouets. Bueno, caballero.
Si, Parade. Indem Wilhelm den dänischen Außenposten zerstörte, nahm er den Rebellen einen wichtigen Verbündeten. Wilhelms endgültiges Ziel war zum Greifen nah. Er musste nur noch in York einmarschieren und den Bergfried der Stadt zerstören. Attention. Tous audite. Sito. Vado laborar. Io ma sono la cosa. Vido, si. Bene. Attendez, prendre, je commande. Avant. Avant, compagnon. Colonne, si, comprendo. Io ma sono la cosa. Ascolte bene. Vale. Ascolte bene. Cosa sarà ma sonata? Soyez protrayez vos amoi. Apertizez vostro courage, compagnon. Vado laborar. Cosa sarà ma sonata? Vado laborar. Serveurs.
Apertisez votre courage, compagnon. Die normannische Armee strömte in die Stadt York und begann, sie zu plündern, während sie sich auf den Bergfried stürzten. Obeyo.
presse! Avertissez votre courage, compagnon! Obéir, c'est vaincu! En armoire et ligne, à vous tuer! Moment ici, arquet! Avance, compagnon! Je commande, avant. Cavalario parade, c'est tout. Sì, Archer. Oh, yes. Perfetto. Quid mandes? Sì. Me plecht. Mandemans, Cortes. Sì, io ma sono la cosa. Sì. Voyez si come vos voudrez. Quemandes. Ayuda! Colones, colonesito! Io ma sono la cosa! Cavallario, occhio! Prendi! Somos en ordonnance! Scarabon, matin! Dames de retournar. Vado labourat. E ci li mando molto. La ghita in arco. Ma che zitto! Die Festung fiel an die normannische Armee und York war gesichert.
Die Rebellion im Norden war vorüber und Wilhelm der Eroberer, der unangefochtene König von England.